Servus, ich bin der David, Vorarbeiter im Raumwerk und Ideenverwirklicher, weil ich gerne dabei bin, wenn Projekte verwirklicht werden. Und jetzt zeige ich euch noch, was ich so den ganzen Tag tue. Ich habe 2011 meine Lehre bei Raumwerk gemacht. Nach dem Zivildienst bin ich gleich mal in die Schweiz gegangen und hier dort der Polierschule angefangen und zum Raumwerk aber abgeschlossen. Für mich war klar, dass ich zurück zum Raumwerk komme, weil ich da gewusst habe, dass ich da einfach gut aufgekommen bin und man mit den Leuten einfach gut umgeht. Und da bin ich sicher am besten aufgehoben. Und das ist auch wirklich so. Wir sind da eine super Truppe, haben immer einen gesunden Spaß. Bei uns beginnt der Arbeitstag um 7 Uhr und kurz davor trinkt man einen Kaffee und quatscht so, was man am Tag so tut. Und am Ende des Tages hockt man dann immer noch gerne ein bisschen zusammen. Wir arbeiten meistens in derselben Stammpartie, weil es ist gut, weil da kennt man die Schwächen und Stärken von den anderen und man kann sie so einsetzen. Ja, das ist eigentlich wie eine Familie. Das klingt zwar immer so kitschig, aber die Teamarbeit, die sollte einfach auf der Baustelle funktionieren. Und das motiviert dann auch. Auch motiviert mich, wenn ich auf der Baustelle bin und sehe, wie sie wächst und ich die Basic habe. Das spanische Projekt, das ich miterleben durfte, ist das in Liechtenstein gewesen. Dort haben wir Hohlwanddecken versetzt und da ist schon was nachgegangen. Ein weiteres Projekt ist meine Weiterbildung. Neben der Arbeit vom Raumwerk mache ich den Aufbaulehrgang in der HTL Rangfell. Nach 7 Semestern habe ich den HTL-Abschluss mit Matura. Neben der Arbeit und Weiterbildung verbringe ich gerne meine Freizeit mit meiner Frau, Familie und meinen Hobbys. Ein Hobby ist davon Motocross fahren. Da bin ich mit 3 Jahren angefangen. Und ja, mit einer langen Pause dazwischen habe ich jetzt wieder angefangen. Und es taugt mir extrem. Und die zweite große Leidenschaft ist Schlagzeugspieler. Dort spiele ich in einer Band, die heißt Wax. Da habe ich dann 2 bis 3 Mal Probe in der Woche und habe auch zusammen Konzerte. Und wenn es aus dem Sitz bleibt, dann gehe ich wandern oder biken. So, schön, dass ihr da gewesen seid. Jetzt habt ihr mal einen Einblick in meinen Alltag gekriegt und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß.